Hallo zusammen und herzlich willkommen hier aus dem wunderschönen Österreich, genauer gesagt aus Spielberg. Das freie Training steht an, direkt nach dem Rennen, wo wir unsere ersten Punkte eingefahren haben. Ja, Training, Forschung und Entwicklung steht auf dem Plan. Ich kenne schon das Wetter und ihr noch nicht. Tja, lasst euch mal überraschen. Also jetzt noch 0%. Oh, jetzt habe ich schon was verraten. Jetzt noch. Achtung, schaut euch das an. Im Qualifying 100%. Wir können ja mal kurz drauf gehen. Ne, da springt er sofort hin. Okay, eigentlich kann man sich das ja aufklappen lassen, aber das nur im Qualifying. Und auch im Rennen 100%. Ja, unser erstes richtiges Regenrennen wird kommen auf dieser wunderschönen Strecke. Härteren Reifen, ja genau. Also was haben wir für Reifen? Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Die weicheren Reifen und die härteren Reifen. Ja, wird uns jetzt bloß nicht viel bringen, denn wir werden eher mit den Regenreifen zu tun haben an diesem Wochenende. Okay, dann mal kurz das Setup auf das Auto gezogen. Ich habe mir eins vorbereitet, muss mir also noch eins für die nassen Bedingungen zurechtbasteln. Gut, wir schauen mal kurz an. Es war, glaube ich, Motorentest. Könnte es gewesen sein? Ich schaue nochmal nach. Weiche über mehr als 85% einer einzelnen fliegenden Runde um maximal 3,5 Meter von der Ideallinie ab. Das hatten wir schon soweit mal, zumindest diese Aufgabe. Zielzeit 1:17.395 sollte auf jeden Fall zu schaffen sein. Und das reduziert mal wieder den Motorenverschleiß um 10%. Dann war das doch ein Motorentest. Wir können nochmal kurz reinschauen. Ist ja... Unser anderes Teil, im letzten Rennen in Kanada, war ja der Motorenverschleiß noch gesperrt, wenn ich mich recht entsinne. Genau, das war ja eigentlich unser erstes Ziel gewesen, ich glaube, aus Malaysia. Dann kam das und dann eben das in Monaco, ja. Und das hat sofort funktioniert. Das war soweit deaktiviert und das hat auch funktioniert, der mechanische Grip. Jetzt eben wieder ein Motorentest. Gut, dann schauen wir mal. Ja, Reifen haben wir aufgezogen. Ich fahre zumindest ein paar Runden mal kurz, denn ich muss ja immerhin mal kurz die Strecke kennenlernen. Ich bin sie schon länger nicht mehr gefahren, aber erstmal einen Schluck trinken. Mache ich in den anderen Let's Plays nicht so, aber irgendwie bei den Formel 1, bei den Rennspielen, also speziell eben Formel 1, da ist das irgendwie gang und gäbe bei mir. Ich rede mir hier einfach den Mund fusselig. Oh, oben links ein Heißluftballon, wie schön. Aber auf das Wesentliche wieder konzentrieren. Ja, ich muss erstmal schauen, wie ich hier mit den Wagen zurechtkomme auf der Strecke und eben in Sachen, ja, Gänge in den einzelnen Kurven. Und die RS-Zone ist ja auch noch für mich neu, denn ich bin die Strecke schon etwas länger nicht mehr gefahren mit den Formel 1-Rennern und das war noch eine ganz andere Zeit damals. Aus meinen so geliebten Grand Prix 4. Da war die Strecke noch dabei und endlich hat sie auch wieder Einzug gefunden. Schaut euch das mal an, diese wunderbare Landschaft im Hintergrund. Dann auch dieses Streckenlayout. Wenn wir hier aus der ersten Kurve rausfahren, können wir hier auf diese Kurve raufschauen. Das sieht einfach herrlich aus. Da ist auch wieder ein Heißluftballon. Also ich finde die Strecke einfach nur wunderbar. Wunderbar. Silverstone und Hockenheim sind auch noch klasse. Da wartet ja richtig was auf uns. Allerdings kann da das Regenrisiko richtig hoch sein. Also Österreich ist ja gut bekannt für Regen. Haben wir jetzt hier. Dann Silverstone sowieso. Und selbst in Deutschland kann es ja das ein oder andere Mal regnen. Wie wir es ja leider im Sommer des Öfteren mal mitbekommen. Eigentlich ist jetzt bloß das freie Training für die Forschung und Entwicklung gedacht und eben um die Strecke kennenzulernen. Groß abstimmen muss ich hier nicht, denn wir fahren ja dann im Nassen. Da werde ich dann wohl mal in den Grand Prix Modus gehen und dort ein paar Runden im Nassen simulieren. Okay, da kommt gerade jemand aus der Box. Max Chilton hat die schnellste Runde bisher. Unter unserer Zeit von Forschung und Entwicklung. Das war ja eine 1:17.3. Lasst mich lügen. Aber okay. Die Runde ist auch noch nicht so der Burner. Ich glaube, ich werde die jetzt fahren, dann reingehen und dann gleich mal Forschung und Entwicklung angehen. Mal schauen, hier dritter oder vierter Gang, bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ich habe die gerade blöd angefahren, aber ich glaube, der vierte Gang ist noch zu hoch angesetzt, deswegen hier eher mit Short Shifting rausfahren. Ja, ist eine Mischung aus schnellen Kurven und eben den Geraden. Die Geraden sind eher so 90 Grad angesiedelt. Da muss man so einen Kompromiss gehen aus Höchstgeschwindigkeit und eben Abtrieb. Ja, die Zielzeit hätte ich jetzt schon geschafft. Wir sind hinter Max Chilton, aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Ich gehe jetzt erstmal in die Garage, um mir Forschung und Entwicklung abzuholen. Einzelne Runde bloß. Ja, das ist recht schnell gemacht. Das haben wir gleich im Karton. Oh, der Luftballon, der Heißluftballon steht immer noch da oben. Hat er keinen Sprit mehr? Und raus auf die schnelle Runde. Vielleicht kann ich auch mal eine richtig gute Zeit auf den Asphalt brettern. Ah, zu schnell rein. Mit den Wagen haben wir ja auch weniger Abtrieb, deswegen muss ich die Kurve noch anders angehen. Das habe ich zumindest noch anders in Erinnerung hier. Die langsamste Stelle hier auf der Strecke. Achso, Ideallinie sollte ich eigentlich favorisieren. Bin ich jetzt teilweise gar nicht. Zu weit raus. Da geht auch gleich die Prozentzahl in den Keller. Aber das sollte kein Problem sein. Das sollten wir schaffen. Da ist jemand Langsames. Boah, Rosberg, ey, wie spät der rübergegangen ist. Hat mir ein wenig Angst gemacht. Hier kann man sehr schnell und leicht abkürzen. Da sollte man sich nicht verleiten lassen. Ja, die Zeit sieht doch schon mal deutlich besser aus. Na, dritter Gang ist, glaube ich, hier blöd. Da sollte ich doch im vierten Gang durchfahren, denn das ist noch eine recht schnelle Kurve. Ich bin die Strecke ab und zu mal wieder gefahren in Grid. Grid 2 war die, glaube ich, dabei. Und ansonsten, ja, eben überwiegend aus Grand Prix 4. Ein wunderbares Spiel. Habe ich selbst zuletzt 2012 gespielt und finde ich einfach noch herrlich. Da fallen mir auch sofort Sachen ein, die ich hier vermisse. Auch wenn das Spiel schon recht alt ist, mit dem Jahr 2002, also schon 12 Jahre alt. Ups, jetzt habe ich die Kurve total verpasst. Ja, knappe 2 Zehntel sind wir langsamer als in unserer schnellen Runde zuvor. Der Heißluftballon steht immer noch da oben. Das schaut mir so aus, als wäre das nur ein Bild und kein wirkliches Objekt, was da simuliert wird. Schlamperei! Aber ist jetzt nicht so wichtig. Da will ein Valtteri Bottas vielleicht vorbei. Ich schätze jetzt einfach mal Bottas. Ich lasse ihn auch nicht vorbei. Ja, wie gefällt euch eigentlich die Strecke? Ihr kennt sie bestimmt aus den Übertragungen, aus dem Fernsehen, vielleicht aus irgendeinem Formel 1 Spiel, vielleicht F1 2014 schon. Oder aus anderen Rennspielen. Wie gefällt sie euch? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ihr kennt ja mittlerweile meine Meinung und die ist mehr als positiv. Naja, zweiter Gang war hier deutlich zu niedrig. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Der dritte Gang scheint mir hier optimal. Ich werde gleich nochmal im vierten Gang durchfahren. Ja, die Stelle ist hier mies, wo man sich den rechten Vorderreifen in die Wiese setzt, weil man hier etwas ausholen muss für diesen langen Bogen. Oh, zwei Fahrzeuge, ich lasse die jetzt einfach mal alle vorbei. Allerdings, jetzt ist ja richtig Stau. Der Williams hat gerade die Arschkarte gezogen. Die Boxeneinfahrt wird auch interessant sein, die sollte man ja eigentlich hier schon annehmen.
Weil sonst wird das schwierig, weil hier die Ideallinie ist. Wenn man da rüberzieht, dann könnte es vielleicht Ärger geben. Mit den KI-Kollegen hier. Ja, da war ich auch gerade eher am Vorbeilassen. Ja, zweiter Gang ist hier angebracht und dann früh raus beschleunigen. Werde ich aber alles nochmal in der Streckenerklärung erklären. Erklärung erklären und überhaupt erklären. Ich wollte ja im vierten Gang durchfahren. Nee, da kommt der Wagen hier nicht aus dem Knick. Ist zwar wirklich sehr schonend für die Hinterreifen, aber hier verliere ich dann zu viel Zeit. Und hier muss man auch eigentlich eher am Randstein bleiben, schon beim Einlenken. Aber das ist einfach nur eine Frage der Gewohnheit, der Eingewöhnungszeit. Und das kriegen wir auch noch hin. Mal schauen, wie ich mich da im Vergleich zur KI im Regen schlagen werde. Kann nach hinten losgehen, weil ich kann vermuten, oder ich bin ja noch nicht im Regen gefahren, ob die KI hier übermäßig ist. Da muss ich mich einfach mal überraschen lassen. Vielleicht werden wir wieder weiter hinten landen oder vielleicht irgendwie das Chaos nutzen können, um wieder in den Punkten oder recht weit vorne zu landen. Unser erstes Ziel ist ja vor Adrians Hotel zu landen, denn wir können immer noch den Fahrerstatus ausgleichen, der in Hockenheim entschieden wird. Für den Rest der Saison. Also da müssen wir dranbleiben, ausgleichen können wir noch. Ja, dritter Gang ist hier deutlich angenehmer. Dann nicht zu sehr aufs Gaspedal, ja. Auf den dritten Gang lege ich mich hier jetzt mal fest. Ah, wieder zu weit raus. Okay, dann werde ich jetzt mal die Boxeneinfahrt üben. Mal schauen, ich werde jetzt mal nicht in der weißen Linie anfahren. Ist auf jeden Fall schneller. Uppa. Na, schauen wir einfach mal, wie das werden wird. Allerdings werde ich mir jetzt nicht das anschauen, wie ich hier reinfahre. Ich möchte lieber so reingehen. Das geht nämlich schneller. Ich möchte noch ein paar Runden drehen, denn Erfahrung ist hier nicht ganz unwichtig. Ich wollte frische Reifen aufziehen, die weicheren Reifen noch nicht. Denn ich möchte einfach mal sehen, wie ich mit den Softreifen im Klassement mich platziere. Und gleich wieder raus. Jetzt mal eine schöne Zeit hinlegen, wenn denn alles glatt geht. So, dazu hier etwas langsamer, damit ich hier bestens rauskomme. Deine Zeiten in Sektor 1 sind richtig gut, aber du verlierst ziemlich viel in Sektor 3. Etwas zu weit innen angefahren, war noch nicht optimal. Dreitausendstel hinter. Und jetzt wieder schön raus in den schnellen Kurven hier. Ja, so schon besser. Auch noch nicht optimal, aber schon besser. Jetzt komme ich hier zu weit raus. Aber wir sind schon mal schneller. Auch wenn der vordere rechte Reifen wieder mal verdammt dreckig ist. Na, wo landen wir? 1,15 langsamer. 1,15 langsamer. Schon deutlich besser erwischt. Das könnte schon eher was werden. Einfach herrlich, diese Landschaft. Ich kann es nicht oft genug sagen.
ganze 5 Zehntel, na gut, fast 5 Zehntel schneller. Da hat die erste Kurve ganz schön was gut gemacht. Oder wir haben darin was gut gemacht. Jetzt habe ich die eher zu weit innen angefahren oder eher zu früh. Das war jetzt auch nichts. Ja, ich kann auch mal eine Szene aus Kanada ansprechen. Ich habe es ja auch schon am Ende gesagt in meinem Resümee bei der Endcard. Die Aktion gegen Bottas, da hätte ich auf jeden Fall eine Strafe verdient gehabt, wo ich es mir nochmal angeschaut habe. Das war überhaupt nicht in Ordnung von mir. War vielleicht, so kann ich mich zumindest trösten, ein kleiner Ausgleich für die Strafe in Monaco, die meines Erachtens zu Unrecht mir widerfahren ist. So haben wir noch mehr Punkte eingesackt. Dafür hätte es wirklich eine Strafe geben müssen, darüber hätte ich mich nicht beschweren können, aber so kam es eben nicht. Nochmal Glück gehabt. Aber so werde ich dann nicht mehr in den Zweikampf gehen. Das gehört sich dann nun wirklich nicht. War wirklich eine Aktion der üblen Art, wie in Austin, als Jean-Éric Vergne, ich glaube Grosjean, oben in der ersten Kurve im Rennen da reingerutscht ist und ihn von der Strecke gedrängt hat. So ähnlich war das auch. Vergne hat eine Strafe bekommen, wir nicht. Ja, wie gesagt, können wir einfach nur froh darüber sein. Aber ich kann mich zumindest damit trösten, dass ich in Monaco eine Strafe bekommen habe. Allerdings soll das nicht als Ausrede gelten, dass ich hier in Monaco benachteiligt wurde und jetzt bevorteiligt wurde. Also Ausgleich sollte uns einfach nicht wieder passieren, denn das hätte uns komplett die Punkte kosten können. Eine Strafe wäre da, wie gesagt, echt nicht unwahrscheinlich gewesen. Aber ging nochmal gut. Ich werde jetzt nochmal eine schnelle Runde fahren und dann war es das, glaube ich, soweit mit dem freien Training. Dann werde ich mich offline nochmal dran setzen, hier mir ein passendes Regen-Setup zu basteln und dann werden wir uns im Qualifying auch schon wiedersehen. Morgen, um genau zu sein. So, jetzt nochmal schneller runter. Etwas zu schnell reingefahren, aber ging gerade nochmal gut. Mal schauen, was die erste Zwischenzeit uns mitteilen möchte. Vorsprung, Rückstand oder zeitgleich? Zeitgleich war er ja nicht. Vorsprung, 4 Zehntel wieder. Hui. Wenn auch nicht mehr ganz so groß der Vorsprung wie in der anderen schnellen Runde, aber immerhin. So langsam habe ich den Sauber Black Betty auch richtig verstanden, weiß, wie ich ihn abzustimmen habe und wie ich ihn wo einsetzen kann. Ja, das klappt schon mal deutlich besser. 629.000stel schneller als in unserer schnellsten Runde. Na, hier habe ich die Kurve blöd erwischt, ziemlich blöd sogar. Ein 1.14 irgendwas? 1.14.0, eine Sekunde schneller. Ja, nicht schlecht. Nee, das war Mist. Puh, okay, okay. Rundenzeit ungültig, deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die Box. Wir haben die Strecke soweit gesehen. Eine ganz gute Zeit auf den Asphalt geknallt. Und mal schauen, wo wir hier stehen. Ziel F und E erreicht. Mal schauen, ob wir es auch schon im Qualifying einsetzen können. Dann hätten wir schon 20% weniger Motorenverschleiß. Adrian Sutil ist aktuell noch eine knappe Sekunde hinter uns. Wir auf Platz 12. 19.0 im ersten Sektor. Damit sind wir etwas langsamer als die Spitze. Dann 31.9. Ja, sind wir auch nicht so weit weg von der Spitze. Dann 23.0. Da verlieren wir die meiste Zeit. Im Vergleich zur nicht mal Bestzeit gegen Magnussen eine gute Sekunde. Na, der letzte Sektor wird dann wohl KI-Sektor sein. Nun gut, dann würde ich sagen, was das erstmal so war, soweit. Und wir schauen mal, was uns dieses Rennwochenende mit dem Regen noch bringen wird. Ja, das lief doch schon mal ganz gut hier in Österreich. Lange Zeit nicht hier gewesen und dann gleich wieder so gut zurechtgefunden. Wenn das alles so gut wie hier im Trockenen auch bei nassen Bedingungen klappt, na dann kann das ja was werden. Vielleicht schon der nächste Punkt, aber wir werden einfach mal schauen.
Das Qualifying bei komplett nasser Strecke ist erstmal Neuland, genauso wie das Rennen. Und da werden wir einfach mal schauen, wie wir dort zurechtkommen. Bis zum Qualifying, macht's gut und ciao, tschüss.